Hallo und herzlich willkommen hier zur ersten Folge meines ersten Let's Play auf dem YouTube-Kanal. Hierfür habe ich mich entschieden, mal wieder eine schöne alte Wirtschaftssimulation auszupacken, nämlich Patrizia 2 in der Gold Edition. Ein Spiel, published im Jahre 2000 vom Studio Ascaron, was es leider nicht mehr gibt, aber ein Oldie, but ein Goldie, das Spiel. Eine sehr schöne Wirtschaftssimulation, überzeugt durchaus durch ein zu seiner Zeit sehr komplexes Wirtschafts- und Handelssystem. Und ja, viele schöne Stunden habe ich schon in der Vergangenheit in diesem Spiel verbracht. Ich bin jetzt hier in Danzig, meine Heimatstadt, zu der ich mich entschieden habe. Wir schreiben das Jahr 1300 und gestartet habe ich das Spiel auf den Schwierigkeitsgrad Kaufmann, also so eine mittlere Schwierigkeitsstufe. Und ja, mal gucken, wie lange dieses Let's Play geht. Grundsätzliche Zielsetzungen, die ich mir jetzt eigentlich gesetzt habe, wäre, ich möchte gerne Eldermann werden. Klar, das ist mit ein Ziel, dieses Spiel. Ich hätte gern einen Unternehmenswert im dreistelligen Millionenbetrag. Und ich würde gerne meine Heimatstadt Danzig, die jetzt aktuell 1491 Einwohner hat, auf mindestens 10.000 Einwohner hochbekommen. Ansonsten werde ich eher ein langsames Spiel haben als friedlicher Händler. Es gibt auch durchaus Spielweisen, wo man als Pirat andere Städte plündert, damit relativ schnell an Geld kommt, seine Flotte aufbauen kann. Es gibt auch Spielweisen in 6 Monaten zum Bürgermeister, was dann mit einem Umzug verbunden ist. Das sind so Spielweisen, muss ich ganz ehrlich sagen, ist nicht meins. Von daher werde ich eher langsam und gemächlich mich hocharbeiten, meinen Vermögenswert durch Handel steuern und dann sukzessive auch das Ganze ausbauen. Ja, hier in Danzig, ich habe mich für Danzig entschieden, weil Danzig einfach ein paar Vorteile hat in der Produktion. Das heißt, man sieht hier, man kann effektiv produzieren Bier, Fleisch, Getreide, Hanf, Leder und Pech, niedrig Wolle. Das heißt, mit einer anderen Stadt, aus der ich dann noch Holz anbringe, mit Getreide kann man schon mal Bier brauen. Und Bier ist dann auch so eine Grundware, die eigentlich jede Stadt und alle Bürger immer wieder in großer Menge bauen. Dieses hier noch recht schäbig aussehende Holzgebäude ist mein Kontor. Hier habe ich dann Einsicht in meine Bilanz, in meinen Warenbestand, Waffenbestand, in die Bestückung meines Lagers. Kontohandel kann ich später einstellen. Ich sehe Persönliches, genau. Ich bin Gerhard Robbenorge, noch unerfahrener Krämer, 21 Jahre alt und in dieser Stadt eigentlich noch so gut wie gar nicht bekannt. Die weiteren Gebäude in der Stadt schauen wir uns im weiteren Verlauf, die auch dieser ersten Folge mal an. Aber erstmal würde ich sagen, gehen wir auf mein Starterschiff, die Sieglinde. Eine Schnigge mit 150 Tonnen Ladung. Und Ziel ist es jetzt erstmal, über ein bisschen Handel an ein bisschen Geld ranzukommen. Hier sieht man auch schon, welche Waren gehandelt werden können. Die Waren lassen sich unterteilen, im Prinzip in Waren so des täglichen Bedarfs, wo halt sowas wie Bier, Getreide, Fisch und so weiter auch dazu zählt. Es gibt Luxusartikel wie Felle und Wein, die vor allem die reichen Bürger der Stadt brauchen, Baumaterialien, Holz und Ziegel und halt noch weitere Waren, ja, Eisenwaren, mit denen man gut Geld machen kann, Honig, Pech, Salz, Tran, Tuch. Also ein buntes Sammelsurium an Waren, die in unterschiedlichen Städten sich produzieren lassen und mit denen man dann halt auch Geld macht. Unterschieden wird, man sieht es hier an den Symbolen, einerseits zwischen Waren, die in ja, Fässern symbolisiert sind. Da sieht man auch, das Schiff hat auch einen Lagerraum von 150 Fass. Das heißt, wenn ich jetzt 5 Bier kaufe, sind auch 5 Fass meines Lagerraums weg. Daneben gibt es noch die Lastenwaren, das sind die mit dem Weißen und da ist es so, eine Last sind entsprechend 10 Fässern. Das heißt, das Schiff ist auch entsprechend schneller voll. So. Um jetzt mal anfangen zu handeln und ein bisschen Geld zu verdienen, nehme ich mir jetzt hier Waren, die man in Danzig gut ankaufen kann. Das ist einerseits Bier.
Hier sieht man auch schon das Prinzip von Angebot und Nachfrage. Je mehr ich kaufe und je mehr sich der Vorrat der Stadt verringert, desto teurer wird dann auch der Einkaufspreis. Ich nehme jetzt hier mal, ja, 50 Last zu einem durchschnittlichen Preis von 44 Gold, nehme ich mal mit, weil damit lässt sich durchaus noch Gewinn machen. Und 2, 3 Getreide zu einem Preis von 95 würde ich auch noch mal mitnehmen. Leder kann man auch noch was kaufen. Man sieht es immer ganz gut, wenn der Unterschied zwischen Kaufs- und Verkaufspreis relativ gering sind, dann sind das Waren, die man gut einkaufen kann, Zweifelsfalle auch, weil sie in der Stadt produziert werden. Da geht noch ein bisschen was. So, und jetzt habe ich zumindest mal ein paar erste Waren aufgeladen, um dann loszufahren. Frage, wohin fahren wir? Dazu einmal auf die große Karte. Man sieht, ich habe die Standardkarte genommen mit den Standard-Hansestädten und man sieht jetzt auch hier die Städte mit ihrem Bedarf oder ihrem dringendsten Bedarf aktuell an Waren. Meine Zielsetzung ist es, nach Danzig im ersten Schritt mich vor allem in der Ostsee und dann auch in näherer Umgebung von Danzig zu tummeln und mich dort aufzubauen. Das heißt, Visby zum Beispiel ist eine Stadt, die ich mir holen oder wo ich ein Kontor haben will, weil hier kann man Wolle und Tuch produzieren. Stockholm finde ich ist relativ wichtig, dass man da auch früh ist, weil hier gibt es einfach eine Produktionskette komplett Holz, Eisenerz, aus denen macht man Eisenwaren. Und Eisenwaren sind eine Ware, die braucht jede Stadt in großen Mengen und damit kann man halt auch relativ viel gut Geld verdienen. Das heißt, ich werde jetzt im ersten Schritt hier mit den Städten erstmal handeln, um da auch sukzessive mein Vermögen und mein Ansehen zu steigern, zusätzliche Bauerlaubnisse zu bekommen. Und hierzu fahre ich jetzt erstmal nach Danzig. Die Geschwindigkeit lässt sich ändern. Das heißt, ich war jetzt bisher auf Zeitbremse, also sehr langsam. Wenn ich es jetzt sehr hoch stelle, sieht man hier mein Schiff, wie es fährt. Man sieht auch schon, es gibt hier Konkurrenz. Symbolisiert sind die Weißen. So fährt hier zum Beispiel eine Kogge von einem Nils Johansen. Der ist auch schon Kaufmann, also etwas höher im Rang als ich. Die Kogge ist auch schon bewaffnet. Hier ist noch eine Schnigge von einem Konkurrenten, von dem Händler Martin Holgersen. Keine Ahnung, wo der hin unterwegs ist. Auf jeden Fall, ich bin in einem Tag in Stockholm. Dann schauen wir mal, dass wir auch in Stockholm die Ware größtenteils loswerden und dass wir halt Waren finden, die wir zu einem guten Preis einkaufen können. In Stockholm natürlich vor allem Eisenwaren. Jetzt sind wir auch schon angekommen. Meine Schnigge namens Sieglinde legt jetzt an. Segel sind runtergenommen. Das heißt, jetzt kann ich hier auch handeln. Jetzt sieht man schon, Stockholm hat Bedarf an Getreide, das kann ich hier gut verkaufen und ich kann auch das Bier gut verkaufen mit Gewinn. Auch selbst bei den letzten 5 Fässern mache ich noch einen kleinen Gewinn. Leder kann ich jetzt gerade nicht verkaufen, da würde ich Verlust mitmachen. Aber es gibt Eisenwaren, die ich kaufen kann. Einmal geht noch, sodass ich jetzt hier auch Eisenwaren zu einem Durchschnittspreis von 330 habe. Mehr konnte ich jetzt auch nicht kaufen. Mein Geld ist aus. Einmal kurz hier in die Kneipe geschaut, wo wir gerade da sind. Und ja, schöner Zufall. Das, was ich eigentlich erst in der nächsten Folge des Let's Plays machen wollte, nämlich einen Kapitän zu suchen, den finde ich hier schon direkt. Der ist sogar relativ gut. Der hat 2 Punkte im Handel, 4 Punkte in Segeln, 4 Punkte in Kampf. 5 ist jeweils Maximum. Und bevor ich jetzt anfange weiterzusuchen, stelle ich mir den schnell ein. Kapitäne sind wichtig einerseits oder was heißt hier einerseits speziell für den Autohandel, sodass man da halt dann jetzt auch in automatischen Handel gehen könnte und ich mein Schiff auch auf Autorouten stellen lassen will. Daneben
ist die Kneipe, wo ich gerade schon mal drin war. Matrosen kann man hier anheuern für seine Schiffe. Es gibt einen Waffenhändler, gerade für Handwaffen. Die brauchen wir allerdings erst später, wenn wir Bürgermeister sind und die Stadtarmee vergrößern wollen. Oder auch, ich kann mich hier mit einem Piraten zum Beispiel verbünden. Das heißt, in diesem Fall würde ich ein Schiff, was entsprechend ausgestattet ist, dem Piraten überlassen. Der geht auf Beutezug und 60% dessen, was er erbeutet, würde ich kriegen. Kann aber auch dazu führen, dass man entsprechend, wenn das denn mal rauskommt, dass ich das war, angeklagt werde. Und dann gibt es eine Strafe, die ich eigentlich gerade nicht bereit bin zu zahlen. So, damit bin ich auch schon in Stockholm fertig. Und wir fahren mal weiter nach Visby und gucken, ob wir da Eisenwaren lederlos werden, ob wir ein bisschen Tuch einkaufen können. Und dann mal gucken, wie es dann weitergeht. Über dieses Symbol hier mit dem Kalenderblättern kann man das Ganze auch auf Schnellvorlauf stellen. Dann muss man halt nicht so lange warten. Und auch hier sieht man jetzt gerade schön wieder den Vorteil eines Kapitäns. Man hat hier jetzt angedeutet eine Nebelbank. Da fährt das Schiff, weil es einen Kapitän hat, jetzt einfach drumherum, um die Gefahr zu meiden. Dasselbe gilt, wenn man auf der Karte sowas wie Gewitter oder Unwetter hat. Die schädigen das Schiff. Da geht die Haltbarkeit oder die Qualität des Schiffes relativ schnell runter. Der Kapitän umfährt das einfach und sorgt dafür, dass das Schiff entsprechend langlebiger ist. So, angekommen in Visby. Auch hier wieder die Möglichkeit zu handeln. Hier werde ich mein Leder los. Kein großer Gewinn, aber zumindest ein bisschen. Und ich werde meine Eisenwaren zu einem sehr guten Preis los. Die 9 lasse ich jetzt mal drauf, weil die kann ich jetzt auch gleich noch in Danzig wahrscheinlich gut verkaufen. Und ich nehme mal 10 Fass Tuch mit, weil der Preis ist da jetzt gerade auch ganz okay. Gibt es noch mehr, was es sich hier lohnt, so mitzunehmen? Keramik geht so, hat jetzt auch keine große Gewinnspanne. Also Schiff erstmal wieder aufgeladen. Und auf nach Danzig. Hier sieht man auch schon, es werden Eisenwaren gebraucht. Das passt also ganz gut. Gehen wir wieder in den Schnellvorlauf. In Danzig angekommen. Können wir mal gucken. Tuch kriege ich mit ein bisschen Plus verkauft. Und Eisenwaren, da ist mir gerade schon ein anderer Händler zuvor gekommen. Nichtsdestotrotz würde ich auch hier mal noch drei Fass verkaufen, bis der Preis unter 400 gesunken ist. Und auf der Tour habe ich jetzt ein bisschen Plus gemacht. Ich habe jetzt 11.600 Gold plus noch die 6 Fass Eisenwaren. Und so wird das jetzt sukzessive weitergehen, dass ich versuche, mir ein gewisses ersten Grundstock an Geld zu verdienen, um dann halt auch sukzessive zum Beispiel ein erstes Schiff bauen zu können, respektive Geld oder daraus basierend Unternehmenswert ist dann halt auch notwendig, um im Rang aufzusteigen. So. Nachdem wir eben auch schon in Stockholm uns die Kneipe angeschaut haben, können wir hier auch noch mal reinschauen. Andere Option, die es halt in der Kneipe ab und zu noch gibt, ist der Nebenraum, in der halt Aufträge angeboten werden, die man sich entscheiden kann, ob man die annehmen will oder nicht. Hier zum Beispiel wird jetzt angeboten, einen Transportauftrag, um 43 Lastwaren von Danzig nach Bremen zu bringen. Da meine Schnicke das nicht tragen kann und jetzt Bremen auch nicht unbedingt auf meiner Handelsroute liegt, nehme ich den Auftrag nicht an. Was gibt es daneben noch? Es gibt noch, fangen wir mit dem Rathaus an. Hier im Aushang sieht man Bekanntmachungen des Fürsten, was der so kauft oder was es jetzt noch nicht gibt. Hier sieht man auch immer mal wieder Aufträge, wenn Städte bestimmte Waren ganz dringend brauchen, werden die hier ausgeschrieben und man kann zum Beispiel Waren zu einem Festpreis verkaufen.
Auslieger kann man stellen, Stadtinfo, da sieht man, wer alles so in der Stadt noch residiert und wer auch Konkurrent Richtung Bürgermeister darstellt. Hanseninfo, auch da sieht man, die nächste Eldermannwahl ist jetzt am 5. September. Und hier sieht man auch direkt die vier Bürgermeister aus anderen Städten mit dem höchsten Ansehen. Das heißt, das ist im Zweifelsfalle, wenn man selber Bürgermeister ist und zur Eldermannwahl steht, mit die größte Konkurrenz. Und im Ratskeller sieht man, was es zu essen gibt. Dazu als nächstes Gebäude gibt es dann die Gilde. Die Gilde, eine Vereinigung, der man beitreten muss, was dann auch entsprechend Geld kostet. Jetzt erstmal auch 22.500 Gold. Je höher man im Rang ist, desto teurer wird es. Und für einen späteren Aufstieg muss man auch zwingend Mitglied der Gilde sein. Das heißt, auch das wird etwas sein, über kurz oder lang, wenn genug Gold da ist, der Gilde beizutreten. Versteigerungen kann man dann anmelden, um Schiffe zum Beispiel zu versteigern, wenn man Mitglied ist. Warenumschlagplätze ist dann die Erkundung des Mittelmeers, auch das Teil dieses Spiels. Man kann Schiffe auf Erforschung schicken in den Mittelmeerraum. Und dann gibt es im Mittelmeer gibt es ein paar Städte, die man ansteuern kann, um Waren zu verkaufen, beziehungsweise auch Waren, die in der Hanse relativ selten sind, einzukaufen, zum Beispiel Wein oder auch Gewürze. Aber bis wir das machen können, wird es noch ein bisschen dauern. Dann gibt es hier noch den Darlehensgeber. Hier kann man zum Beispiel, wenn man gerade Geld braucht, ein Darlehen aufnehmen, Darlehen tilgen, wenn man da eins hat, kann auch Darlehen an Konkurrenten vergeben, um gewisse Zinseinnahmen zu haben, Anteile kaufen. Das wird hier jetzt keine Relevanz haben, weil die KI-Gegner keine Anteile verkaufen. Oder man kann auch eigene Unternehmensanteile verkaufen. Aber auch das machen wir nicht, weil wir werden unseren Unternehmenswert schon deutlich steigern. Das Badehaus, auch etwas, was man regelmäßig aufsuchen sollte, um ein Bad zu nehmen. Weil damit kann man sich in dem Spiel wortwörtlich reinwaschen. Das heißt einfach, man ist erstmal vor Anklage sicher und ab und zu findet man hier auch einen anderen angesehenen Bürger der Stadt und kann auch die dann, wenn man denn will, bestechen, um damit zum Beispiel in einer Bürgermeisterwahl sich die Stimme zu sichern. Nächstes Gebäude, auch das gibt es in jeder Stadt, ist die Markthalle. Die Markthalle ist insofern eigentlich ganz spannend, als dass man hier diese Verbrauchsansicht hat. Das heißt, man sieht dann jetzt hier, wie viele Waren eigentlich die Stadt innerhalb einer Woche verbraucht. Und später, wenn man ein weitgehend automatisiertes Warensystem hat, kann man daran eigentlich sehr gut erkennen, wie viele Waren man heranschaffen muss und wie viele man auch verkaufen kann, um dann einfach das Handelssystem auszubalancieren und nicht irgendwie ewig viele Waren unnötig immer hin und her zu schippern. Genau, so viel. Ah, Moment, die Kirche vergessen. Kirche eigentlich auch ein Ort. Man kann beten, man kann eine Armenspeisung durchführen, einfach spenden oder auch Geld für einen Ausbau dalassen. Eine Kirche kann bis zu dreimal ausgebaut werden. Die wird dann einfach vergrößert, wird prunkvoller. Auch das werden wir später noch brauchen, weil den Ausbau einer Kirche zu bezahlen oder auch größere Summen zu spenden, macht sich einfach im Ansehen bemerkbar und sorgt dafür, dass man dann auch zum Beispiel bei der nächsten Bürgermeisterwahl, wenn man denn entsprechend hohen Rang hat, relativ gut gesichert ist. Genau, so viel als Einblick in die Stadt. Genau, von daher würde ich jetzt einfach mal noch hier ein bisschen handeln, ein bisschen Geld verdienen und das Ganze entsprechend in einer Zeit, in einer Timelapse laufen lassen für euch.
wieder zurück. Bin ich jetzt ein bisschen immer im Dreieck rumgefahren mit den Städten Danzig, Visby, Stockholm, Riga, auch mal Reval gehandelt. Und man sieht schon, meine primäre Ware, mit der ich gehandelt habe, war Handelsware. Ab und zu waren mal Felle dabei, Tuch oder halt auch Bier. Hat sich mein Vermögen schon in den ersten Tagen ganz gut gesteigert. Ich bin jetzt bei 40.000 Gold. Und das würde jetzt auch reichen, um zum Beispiel schon mal ein weiteres Schiff zu bauen und damit dann halt sukzessive mehr Fracht transportieren zu können und halt einfach mehr handeln zu können. Die Werft, die hatte ich eben noch nicht gezeigt. Hier kann ich mein Schiff reparieren, wenn es kaputt ist. Mein Schiff hat jetzt noch eine Qualität von 95. Die Reparatur würde 3 Tage dauern. Das ist das Schöne an Schniggen. Trotz wenig Last sind sie eigentlich relativ schnell repariert. Und im Bauauftrag sieht man jetzt hier, ich könnte jetzt eine Schnigge in Auftrag geben. Ein Kreier, der dann schon 280 Fass Ladekapazität hat. Oder sogar schon eine Kogge mit 450 Fass Ladekapazität. Wobei dafür müsste ich jetzt erst noch Fass Pech heranschaffen. Von den Kosten her könnte ich es mir erlauben. Bauzeit sind jetzt hier für 154 Tage. Und was es momentan noch nicht gibt, ist der Holk. Dafür ist das Jahr 1300 einfach noch zu früh. Je mehr man auch in einer Stadt mit der Werft arbeitet, der Schiffsreparaturen, des Schiffsbauten, desto effizienter wird die Werft. Das Ganze wird angezeigt, dass hier an diesen Masten, die man da sieht, oder da ist ein Mast mit einer Laterne, das werden bis zu 3 Masten und das signalisiert halt, wie viel Erfahrung im Prinzip die Werft hat. Und je mehr Erfahrung hat, desto schneller gehen auch Reparaturen, respektive desto größer werden halt auch die Schiffe. Der Laderaum nimmt dann einfach zu, also eine Kogge kann dann hinterher bis zu 550 Fass Laderaum haben. Ja, und je mehr Laderaum, desto besser ist es halt, weil im Zweifelsfalle braucht man auch weniger Schiffe, weil Schiffe brauchen Matrosen und Matrosen kosten Geld. Apropos Kosten. Da kriegt man jede Woche eine kurze Abrechnung. Da sieht man jetzt, ich habe ein Kontor, der kostet halt in der Stadt jetzt hier in Danzig Steuer. Für jedes Gebäude hat man quasi, ja, soll man sagen, so eine Art Grundsteuer, die man zahlt. Und meine Matrosen, meine 5 Stück auf der Schnigge plus der Kapitän, kosten mich halt auch 280 Goldstücke in der Woche. Wie gesagt, diese Info gibt es jede Woche. Und auch je mehr Betriebe man hat, desto höher wird diese wöchentliche Rechnung natürlich. So, das heißt, an sich bin ich jetzt mit dem Start schon mal ganz zufrieden. Ich habe mir ein erstes gesundes Startkapital aufgebaut. Und ich hätte jetzt die Überlegung, wenn es denn funktioniert. Nein, ich brauche erst noch Pech. Das können wir noch schnell machen, in der Hoffnung, dass es reicht. Pech gibt es meines Wissens in Oslo, also fahren wir da mal schnell hin und gucken, ob wir Glück haben und es hier gerade Pech im Vorrat gibt. Die Waren, die ich noch habe, werde ich hier nicht los. Ja, es gibt Pech, nur leider nicht viel. Von daher werde ich wohl in den sauren Apfel beißen und ein bisschen mehr Geld ausgeben müssen. Nochmal kurz gucken, wie viel Pech bräuchte ich denn für einen Kreier? 7 fehlen. 23 hat die Stadt, 30 braucht das Schiff. Dann mal hoffen, dass das Pech, was ich jetzt gekauft habe, noch ausreicht, wenn ich wieder in Danzig zurück bin. Da Malmö gerade auf dem Weg liegt und Malmö sagt, es braucht Bier, ich Bier im Schiff habe, machen wir da einfach noch schnell einen Zwischenhalt. Mal gucken. Ja, passt noch. Die brauchen noch Bier. Das heißt, das kann man hier gut verkaufen. Ich mache nochmal ein bisschen Geld. Und Malmö produziert auch Tuch. Das ist gerade sehr günstig. Da nehmen wir einfach mal noch reichlich von mit. Gibt es sonst noch irgendwas in Malmö, was sich gerade lohnt? Nicht so richtig. Nein. Von daher weiter nach Danzig. Dann schauen wir mal, wenn ich jetzt das
Pech in mein Lager packe, in mein Kontor. Dann nochmal ab in die Werft. Bauauftrag. Schnigge geht auf jeden Fall. Kreier geht auch. Hier sieht man jetzt schon, 13 Fass werden aus dem Lager genommen. Tuch würde auch aus dem Lager genommen werden, weil das gerade mein Schiff hat. Und die fehlenden Waren werden dann noch von der Stadt gekauft. Für eine Kogge reicht es nicht. Da fehlen noch 4 Pech, aber eine Kogge wäre jetzt schon schön. Aber fangen wir erstmal an, einen Kreier in Auftrag zu geben. 106 Tage Bauzeit. Das heißt, Juli, August, September, im Mitte Oktober haben wir dann ein zweites Schiff, was ich jetzt in Auftrag gebe. Da steht es auch schon. 15. Oktober, also wirklich genau Mitte Oktober. So viel zu meiner ersten Folge in diesem Let's Play. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Würde mich freuen, wenn ihr weiterhin dabei seid und zuschaut. Für mich wird es jetzt erstmal darum gehen, wieder weiterhin dann Geld zu verdienen, sukzessive aufzusteigen im Rang und dann auch in den nächsten Folgen des Let's Plays sukzessive anzufangen, erste eigene Produktion zu bauen.